Okay, reden wir mit euch. Nee, erst mal gucken wir Glottis an. Glottis, angucken. Wieso habe ich nicht bemerkt, dass etwas mit Glottis passiert? Kann man dich irgendwie antippen oder ansprechen? Glottis, es tut mir leid. Warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Konnten nicht aufhören. Müssen alle retten. Tut es sehr weh, mein Freund? Tut es sehr weh, mein Freund? Nur weil ich dich hängen gelassen habe, Manny. Oh. Kann ich dir was bringen? Wie kann ich dir bloß helfen? Kann ich dir etwas bringen? Wie kann ich dir bloß helfen? Ich muss heizen. Düsen wie in den guten alten Zeiten, Manny. In der Knochenschleuder. Aber die Knochenschleuder ist nicht hier, Kanal. Vielleicht sehe ich sie. Auf der anderen Seite. Oh. Können wir einen neuen Wagen bauen? Können wir nicht einen neuen Wagen bauen? Diese Zeiten sind vorbei, Manny. Nie wieder Heiz. Hey. Was ist denn das für ein rotes Ding da? Die Gondel? Ah, schicke Lackierung. Hört zu, Kumpels. Bringt mir einen Stift. Das ist es. Mein letztes Werk. Es was könnte ist das denn mich bitte? Retten. Wenn ihr den richtigen... Den richtigen? Treibstoff. Was denn für Treibstoff, Glottis? Glottis! Ich hab Bauschaum. Das ist das Einzige, was ich überhaupt als Gleitschreibstoff habe. Glottis, was für ein Treibstoff? Oh. Ich glaube, da kommt nicht mehr, nicht mehr viel. Kann mit dir jetzt sprechen. Ja, aber du auch bist. Wir müssen zurück nach El Marro, um die Tickets zu holen. Oh, Glottis. Okay, sie wird sich nicht nach El Marro begeben, bevor wir Glottis gerettet haben. Völlig in Ordnung. Kann ich sie trotzdem betrachten mit meinen liebenden Augen. Ich frage mich, ob sie mir für alles die Schuld gibt. Das zum Thema liebende Augen. Wer seid eigentlich ihr? Ach ja, mit euch kann ich nicht sprechen. Schön. Hast du da gemalt? Gezeichnet, meine ich? Sieht aus wie Entwürfe für einen Raketenschlitten. Die sind brillant. Natürlich, das kommt ja auch von Glottis ganz irgendwie. Hey, kann ich die mal kurz sehen? Bitte, das ist etwas für Mechaniker. Hey, kannst du irgendwas damit machen? Sieht aus wie Entwürfe für einen Raketenschlitten. Die sind brillant. Okay, was ist das? Die Gondel. Gondeln? Ich wusste, wir hätten erst auf dieser Seite des Berges nachsehen sollen, bevor wir hochgeklettert sind. Es wäre mir zu peinlich, die mit mir rumzuschleppen. Zu peinlich? Hey Jungs, wie wär's mit einer kleinen Gondelfahrt? Er ist zu groß. Die Gondel ist zu langsam. Okay, wir können sie ein bisschen pimpen, nicht wahr? Wir können offensichtlich da unten rein. Machen wir das einfach mal. Aber voll würde ich jetzt gerne mal diese Fässer hier betrachten, ob es da noch was Interessantes gibt. Vielleicht Treibstoff. Es ist beruhigend zu wissen, dass hier am Ende der Welt selbst das Öl wiederverwertet wird. Ich bin in das Mikro gekommen, Entschuldigung. Ich werde nicht dafür bezahlt, die zu verschieben. Okay, kannst du was damit machen? Meine Gelenke müssen im Moment nicht geölt werden. Naja, du hast ja auch nicht für sowas wie Knorpel, die kaputt gehen könnten, nicht wahr? Sind das verschiedene Dinge? Ist das hier was anderes? Wie unheimlich. Ja, ist was anderes? Sie haben genau die gleichen Werkzeugschränke wie Glottis. Ich gehöre zu seinem Volk. Auf. Dem Volk der Mechaniker. Wie unheimlich. Sie schließen ihre Werkzeuge ein. Genau wie Glottis. Sie sind alle paranoid und wollen nicht, dass irgendwas geklaut wird. In Ordnung. Dann gehen wir einfach mal da rein. Da ist ein Toaster, sehe ich schon. Ich hätte gerne den Baron, der ihn repariert. Inside. Hier ist ein Zettel am Toaster. Um weitere Unfälle zu vermeiden, buttern Sie den Toast bitte erst nach dem Rösten. Ihr freundliches Wartungsteam. Schön, kannst du mit irgendwas machen. Aber worin sollen die kleinen Mechaniker dann ihren Toast toasten? Drück mal drauf. Top. Kannst du mit irgendwas machen? Kannst du vielleicht den Bauschaum irgendwie rösten? Oder den Zettel? Komm. Wir wählen ihn aus. Und zünden ihn an. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Gut, dann zurück. Wenn wir schon irgendwas haben, was wir verwenden können, in irgendeiner Form oder beziehungsweise interagieren können mit irgendetwas, machen wir es gleich mal. Da stellt man doch keinen Becher ab. Gut, dann weg. Was ist das Rote hier? Nichts. Aha. Und was ist das hier? Es sind die Becherhaken am Ende der Welt. Okay, kannst du sie mitnehmen. Ich habe schon einen Becher und einen ziemlich hübschen noch dazu, wenn ich das hinzufügen darf. Kannst du was damit machen? Irre. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Deswegen ist Hinhänger natürlich viel besser. Okay,
Die Schubladen öffnen. Verschlossen. Es ist voller Lappen. Verschlossen? Es ist voller Lappen. Ist klar. Nimm mal einen Lappen. Es kann nie schaden, einen sauberen Lappen dabei zu haben. Oder ein sauberes Handtuch, nicht wahr? Kannst du den Lappen da reinstecken? Kannst du. War eigentlich nicht... Na, egal. Jetzt haben wir... Das Glück der Welt liegt in warmen Lappen. Okay. Ich hätte gedacht, dass der jetzt brennen würde oder sowas. Aber schön. Noch irgendwas, was man hier machen kann. Am Wasserhahn. Nein, hier am Ventilator, der ein bisschen groß geraten ist. Abzug sozusagen. Hier ist ein Kühlschranknotiz. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte Warnung bezüglich der Reinhaltung des Kühlschrankes beachtet hat, sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Gezeichnet ihr freundliches Wartungsteam. Okay. Kannst du die mitnehmen, Notiz? Ich bin nicht eure... Also, dann sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Das ist der Zettel. Wieso habe ich jetzt eigentlich bitte diese Taste dahin gehangen? Keine Ahnung, aber wir haben es getan. Gut. Und dafür haben wir einen warmen Lappen bekommen. Gut, den hätten wir auch so bekommen. Können wir vielleicht Leute diesen warmen Lappen geben? In Filmen hat man auch immer so komische... wenn jemand krank ist oder kurz vor dem Sterben... Ein bisschen aus wie ein zerknülltes Herz. Untersuchen. Ein hübscher Lappen. Kommt immer irgendjemand... Kommt immer so eine Szene, wo jemand an einem Bett sitzt. Meistens eine Frau, weil meistens ein Mann drin liegt oder ein Kind. Irgendwann ist doch völlig egal. Und träufelt oder beziehungsweise wechselt... Völlig sinnlos und bekloppt immer einen nassen Lappen auf der Stirn des Patienten oder der Patientin aus. Warum? Irrelevant. Oder weil es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich weiß, es ist meistens gegen das Fieber gedacht und bla bla bla, aber es ist komischerweise völlig egal, was man hat. Es ist immer, also du kannst einen offenen Kniebruch haben. Ja, Kniebruch nicht, sondern weiß ich. Das Bein ist ja abgerissen worden. Das, was man halt so hat. Da kommt einer an, legt dich ins Bett und packt dir irgendwelche warmen oder nassen Lappen auf den Kopf und sagt, jetzt bist du geheilt, es fühlt sich besser. Nein, jetzt ist einfach nur mein Kopf nass. So, willst du das Ding haben? Das braucht er im Moment nicht. Willst du das Ding haben, Glottes? Hier tupft seine Stirn damit ab. Er muss flitzen. Pfeif auf das Schwitzen. Entschuldigung. Okay. Gut. Vielleicht kann man den warmen Lappen ja irgendwie nehmen, um... weiß ich nicht. Schnee damit zu schmelzen. Schnee ist da unten. Und unter dem Schnee finden wir tolle Dinge. Wie... weiß ich nicht. Treibstoff. Gut, ich rechne nicht wirklich damit. Ich gebe es dazu. Bitte nehmen Sie diesen Lappen und probiere ihn damit aus. Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Schade, kannst du irgendwie bitte Sarg verwenden? Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Willst du vielleicht mit diesem Sarg verwenden? Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Gut, das heißt, du bist nicht in der Stimmung zum Staubwischen, wirst also auch nicht machen wollen. Okay, dann gehen wir wieder da hoch. Man könnte irgendwie auf diese Schienen hier raufgehen. Kann man da noch irgendwas machen? Offenbar, was ist das? Hast du die Weiche so umgelegt, dass sie nach unten zeigt? Der lebendige Zug tut, was er tut. Toll! Was ist das hier? Nichts, was ich bedienen könnte. Okay, kannst du da hingehen? Kannst du es bedienen? Das hebe ich nicht auf. Kannst du es bedienen? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Umstellen der Weiche nicht in meiner Macht steht. Mag sein. Guck mal, hier sind die Schienen. Kannst du damit irgendwas machen? Angucken zum Beispiel. Diese Strecke verläuft von hier bis nach El Maro. Ah, warte mal. Ich sehe schon. Ich muss erstmal alle drei Optionen ausprobieren, bevor ich den Satz beende. Das hebe ich nicht auf. Gut, nochmal zurück. Zurück. Nun, es ist ja nicht so, dass ich Angst hätte, aber es muss doch einen anderen Weg in die Bahnstation geben. Und ich gehe bestimmt nicht zu Fuß nach El Maro zurück. Ja. Ich muss also den Raketenschlitten reparieren, bevor ich, also um damit nach El Maro zu kommen, damit rette ich auch Glottis das Leben. Und in El Maro habe ich irgendwie die Tickets und mit den Tickets kann ich letztendlich wieder herauskommen. Okay, also aus der Welt der Toten und damit vielleicht auch aus dem Spiel möglicherweise. Schätze ich zumindest mal sehr stark. Auswählen? Kannst du das nicht machen? Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Wieso hast du überhaupt einen warmen Lappen? Und was genau haben wir eigentlich gerade in der Küche da unten gemacht? Eigentlich nur Mist. Wir haben einen Lappen aus der Schublade genommen, haben ihn in den Toaster gepackt, haben ihn warm gemacht, in Anführungsstrichen. Dann haben wir einen
ein Becher voller Bauschaum an dem Haken, an den Becherhaken gehängt. Super. Hallo, mein Freund. Mein Freund ist krank. Können Sie uns helfen? Mein Freund ist krank. Können Sie uns helfen? Tausende von Dämonen starben schon beim Abliefern der Seelen, die zu beschützen sie erschaffen wurden. Oh, na vielen Dank noch. Das Tor öffnet sich und es schließt sich. Aber das Tor hilft nicht. Das ist wieder mal korrekt. Dann gehen wir mal runter zu Glottis. Wirklich viel können wir hier offenbar nicht machen. Nem. Kann man mit Glottis nochmal reden? Glottis, was für ein Treibstoff. Oh. Klappt nicht. Kann ich irgendwie... Ich wage es mir zwar, dass es eine gute Idee ist, aber ist es trotzdem irgendwie möglich, mit diesen warmen Lappen jetzt diese Skizze irgendwie wegzuwischen? Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Gut, ich muss irgendwas mit diesem blöden Ding machen können. Ich bin mir sicher, dass die hier jemanden haben, der fürs Putzen bezahlt wird. Gut, gehen wir mal runter. Vielleicht hier mit irgendwas. Nein, das mache ich nicht. Ich meine hier runter. An den Fässern. Bist du in der Stimmung fürs Staubwischen? Doch, bist du. Hä? Hoffentlich mache ich mir keine Flecken in meinen Anzug. Was hast du jetzt gerade gemacht? Irgendwas damit getränkt. Untersuchen? Das ist ein Öllappen, den ich ganz allein gemacht habe. Toll. Hier, Glottis, willst du Ölhaar auf deiner Stirn? Das ist doch eines Mechanikers würdig. Komm, das muss aber klappen. Wäre zumindest eine schöne Geste. Nicht mit Feuchtigkeit, die die Stirn beträufelt, sondern Öl. Also auch Feuchtigkeit, aber jetzt nicht gerade Wasser. Glottis, was für ein Treibstoff. Oh. Okay, dann versuch's mal bei Metsche. Vielleicht will die das ja machen. Siehst die Frau am Rand des Bettes, die träufelt? Wir müssen zurück nach El Maro, um die Tickets zu holen. Oh, Glottis. Achso, ich muss jetzt vielleicht erstmal den Lappen rausholen, bevor ich das überhaupt mache. Auswählen. So, Metsche. Nimm den Lappen. Und drück ihn Glottis in auf die Stirn. Dieser Geruch würde ihm bestimmt gefallen. Ja. Mach es! Dieser Geruch würde ihm bestimmt gefallen. Mach es selbst. Der Duft des Lebens. Aber das reicht nicht, um ihn aus seinem Dämmerschlaf zu reißen. Mist, was kann man... Wie kann man das verstärken? Vielleicht irgendwie in der Küche. Vielleicht indem es Öl brennt. Genau, ist eine super Idee. Ja! Okay. Jetzt verstehe ich, warum die Becher dahin gehangen haben. Becher? Mit etwas so Starkem könnte man sogar eine Rakete antreiben. Eine Rakete antreiben! Also, ich könnte ein paar LKW-Ladungen davon auftreiben, wenn ihr wollt. Wir schießen dich nun wie ein Pfeil cool. im Wind. Mögest du das Herz des Windes durchbohren und das Blut des Himmels trinken. Oh, Alter. Die Mechaniker sind super. Geschwindigkeit ist Leben. Kehre eines Tages zu uns zurück. Sehr geil. Das müsst ihr mir beleben, der frische Wind, der in die Nase weht. Sicher, dass dieses Ding auch wirklich hält? Oh, zumindest den größten Teil der Strecke. Hey, wir sind schon in Rubalcaba. Manny, wo bist du? Manny, ich hab Angst! Gut. So viel dazu. Mensch, ich war bei lange nicht mehr. Und Gott sei Dank ist auch der größte Abschnitt des ganzen Spiels. Ich freue mich. Total. Ah, Rubalcaba, was für eine Stadt. Erinnerst du dich noch, Manny? Das ist lang her, mein Freund. Hier hält uns nichts mehr. Außer unserem Auto vielleicht? Ja, immer ist das jetzt hier. Dios mio! Sie ist verdrahtet. Ja. Von wem? Mit Sprengstoff? Wem? Also, ich sehe es erstmal. Wie geil ist das denn bitte?
eine ganze Reihe von Dominosteinen letztendlich zu einem Auslöser führt. Das finde ich ja, das ist ja geil, oder? Wenn jetzt hier runterfallen, plopp, auf den Auslöser, alles kaputt. Das finde ich richtig geil. Kann man das mal angucken? Die Steine sind wie eine lange Zündschnur. Nee. Vielleicht soll ich mal kurz speichern, diesen denkwürdigen Augenblick. Und einfach mal... Ich glaube nicht, dass meine Hände dafür ruhig genug sind. Doch, drück mal. Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Vielleicht Lottes selber? Der ist leichtfüßig. Ja! Gut, Lottes angucken. Dem armen Kerl wird vor Aufregung bestimmt noch ganz schlecht. Okay, gehen wir erstmal raus. Wir können hier wahrscheinlich nicht so richtig viel tun. Ist das Matche? Das ist Matche. Was für ein heißer Feger. Und ansprechen. Sieht aus, als hätte Domino seine Visitenkarte hinterlassen. Aber wie? Ich habe gesehen, wie es ihn zerrissen hat. Er muss es getan haben, als er das letzte Mal in der Stadt war. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir einmal eine Pause und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ich mal gucke, ob ich irgendwie diese Karten bekomme, diese Super-End-Tickets oder Doppel-End-Tickets oder ich glaube Super-End-Tickets, nee, Nummer 9-Tickets einfach, genau. Und, ja, natürlich müssen wir auch das Gefährt hier, also unseren wundervollen Wagen irgendwie befreien oder irgendwie ins Draht, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich spiele einfach weiter und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, tschüss.